Recht herzlich willkommen zur 36. Folge von Planet Nomads. Wir haben eine neue Version 0.8. Ja, da gab es ein paar Sachen, die gewechselt sind oder verbessert wurden. Monumente gibt's. Ich sehe jetzt gerade keins. Und ja, dann. Ja, mit dem Auto habe ich jetzt Problem, weil irgendwie funktionieren da irgendwelche neuen Teile oder so. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Wie es letztes Mal funktioniert, geht es auf jeden Fall nicht mehr. Habe ich schon getestet. Da gibt es ein Terminal zum Beispiel. Ob man das braucht, weiß ich nicht. Und was ist noch neu? Wo war's? Da ist ein Radar. Ich glaube, das ist auch neu. Und da oben ist das Switchboard. Ich denke mal, das ist ein Verteiler, ein Stromverteiler. Ja, und wer weiß, was noch neu ist. Neue Musik gibt's auch. Hört ihr jetzt natürlich nicht, weil die ist leise. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das hier? Ich kann da C drücken. Ich kann das verbinden oder nicht verbinden. Aber das E wird nicht mehr angezeigt. So, jetzt geht das nicht mehr. Das wird jetzt auch neu, dieses rote Symbol. So, da können wir aber mal reingucken. In die F4 war das jetzt. Da wird das hier erklärt. Also eine Batterie kann nur einen Reifen antreiben. Diesen Switch, das... Ja. Die können dann mehrere machen, diese Switchboards, ne? Also da wird dann die Energie verteilt auf mehrere Einheiten. Ja, und hier unten sieht man ja. Nur irgendwie kriege ich es nicht geklärt, wie das funktioniert. Also ist jetzt an. Ist kein Saft drin, ist auch klar. Also E kann man jetzt nicht drücken und deswegen weiß ich auch nicht, wie man die Batterien da reinkriegen soll. Die haben da irgendwas geändert, aber ich weiß nicht wie. Fahren tut er ja nicht, oder? Nö. Hier gibt es auch keine Knöpfe oder so, ne? Lenkung geht noch. Tja. Ja, da kann man nichts machen, ne? Ja, was machen wir dann? Bauen wir noch was hin? Gucken wir mal. Auf der 8 haben wir das. Dann bauen wir nochmal so ein Teil. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir es jetzt beim Update vorher nachher hatten. Und... Jetzt müssen wir mal Tab drücken, dann kommt das weg und jetzt können wir das bauen. Dafür brauchen wir Teile. Die holen wir uns mal gerade. Lass uns zum 3D-Drucker gehen. Tür. Die Tür geht auch nicht mehr automatisch auf. Das ist wohl auch geändert worden. Jetzt habe ich E gedrückt. Geht sie zu? Zu geht sie wohl noch. Okay. Gut, dann gehen wir hier rein und machen die Teile fertig. Das brauchen wir. War eins, ne, oder? Oder zwei. Zwei davon, ich weiß nicht mehr. Und da brauchen wir noch welche von, ne? Lass uns mal hier reingucken. Zwei, eins, zwei. Also da war 2, oder? Machen. Da waren auch 2. Und da war, glaube ich, einer. Machen wir. Gut, da sind noch 2 Batterien drin. Für die gut sind, weiß ich dann nicht. Die können wir schon rausnehmen, die Platten. Na, komm schon, pack an.
Die rüber. Haben wir alles? Die elektronischen Teile fehlen. Ne, da ist es. Ja, sind nicht da drin, ne? Die habe ich noch nicht, ne, oder? Hat er die nicht gemacht? Machen wir sie nochmal. Gut. Einer da, fertig. Dann gehen wir raus. Auf zur Tür. Ja, die gehen nicht auf, auch nicht von innen nach außen. Also müssen wir einstellen. Set to manage automatic function. Okay, dann ist das wohl so. Geht nur zu automatisch, nicht auf. Gut, okay. Dann bauen wir jetzt den zweiten Batteriehalter. Ein elektrisches Teil fehlt, okay. Aber er hat wohl was falsch gemacht. Laufen wir nochmal zurück. So, zack, rein. Und dann hier hin. Dann machen wir noch eins davon. Ist hier irgendwas Neues? Nee, ne? Glaub nicht. So, was ist hier noch was? Das sieht auch so aus, als ob da schon war. Und hier. Da ist auch nichts neu, ne? Da haben wir die Metalle nicht für. Oder Materialien nicht für. Gut. Gucken wir mal gerade hier rein. Okay, 110 Watt haben wir noch. So, gehen wir raus. Zum Auto. So, und dann hier hin. Jetzt fehlen die elektrischen Teile nochmal. Haben wir die jetzt vergessen rauszunehmen oder was? Gibt's auch gar nicht. Liegen die ja noch drin, ne? Jo, super, hat gut geklappt. Gut, dann wieder raus. Ja, durch die Tür. Und dann haben wir es jetzt aber, ne? So, jetzt funktioniert es auch. 0%. Wir müssen noch was essen. Noch ein. Geht nicht. Also, da war jetzt die Batterie. Jetzt haben wir zwei Kisten davon, ne? Tja. C, C. Verbinden wir das mit dem Rad. Raus da. Und dann machen wir irgendwie da Strom rein, aber wie? Ich hab keine Ahnung. Nutrition level critically low. Ja. Keine Ahnung, wie es geht. Können wir noch ein Essen da? Das war der letzte. Die Batterien können wir nicht einbauen. Keine Ahnung, wie das geht. Da ist nichts, was da irgendwie das befürworten würde. Ja. Okay. Nochmal hier reingucken. Nehmen wir das mal mit und gucken, ob wir da jetzt mit anfangen können.
Packen wir das mal da hinten dran, oder? Oh, das rechts. Können wir schon bauen. Ne, ein elektronisches Teil fehlt. Dann bauen wir noch eins. Tür auf und rein. Aber wir werden erstmal uns regenerieren. Erstmal eine Runde schlafen. Damit das besser wird, ne? Ja, wir werden müde, gut. Jetzt sind wir gut ausgerüstet, ausgeschlafen, ne? Jetzt geht's weiter. Und jetzt laufen wir auch schneller, ne? So, den brauchen wir, ne? So, den machen wir. Da ist nichts drin. Ich glaube, wir sollten auch mal gerade überlegen, was zu essen mitzunehmen. Oder wir müssen erstmal Essen machen, ne? Gucken. Trinken ist jetzt nicht das Problem, sondern eher Essen, ne? So, dann machen wir ein paar. Sind aber hier drin, können wir auch gleich ein Essen. Ja. Nutrition level dropping. So. Lass uns rausgehen. Na, die Tür geht nicht auf. So, jetzt das Teil bauen. So, fertig. Tab drücken. Und C drücken, aber da können wir jetzt auch nichts mehr einstellen, ne? Dann machen wir das Switchboard da vorne dran, damit das dann noch läuft. Die Batterie will er nicht. Komisch. So, passiert was? Können wir das andere rum? Ne, geht auch nicht. Tja. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Ja. Abmachen und abmachen. Alles weg. So, jetzt nochmal C und dann. Dann machen wir da auch noch alles los. Dann verbinden wir es wieder. Der funktioniert, der funktioniert. Der funktioniert auch. Dann haben wir den ausgemacht, machen wir an und daneben irgendwo hin. Ja, klappt irgendwie nicht so. Nochmal zurück. Und auf die Batterie geht auch wohl. Jetzt haben wir alles verbunden. Ja, die Beschreibung hier unten stand jetzt auch nicht das Richtige. So, gehen wir raus aus dem Menü. Können wir es verbinden, da ist nichts, ne? So wahrscheinlich schwer. Ja. Nichts Interessantes. Da kann man nur einen neuen Namen geben. Ich weiß nicht, wie es läuft. Fern tut er immer noch nicht. Nee, wir gehen nicht zum Desktop. Wir wollen nochmal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Auto zum Fahren bringe. Wir haben keinen Saft. Keine Ahnung, wie es geht. Voll doof. Ja. Was machen wir jetzt?
Ja, alles tolle Sachen, aber brauchen wir da nicht. Ist da irgendwas bei, was wir brauchen können dafür? Haben wir irgendwas übersehen? Nutrition level critically low. Ja, das sind alles nicht Sachen, die wir brauchen. Stürme. Ja, kann man andere Sachen mitsteuern, aber ich glaube nicht hier im Auto. Können das da ja dran bauen, ja, aber was bringt uns das? Zap und es bringt's nicht. Ja. Also ich habe keinen blassen Schimmer, wie das geht. Nochmal lesen hier. Also es geht nur einer. Okay, da können wir diesen Schalter nehmen oder Verbindungs-Abzweigdose. Das ist okay. Da können wir dann alles dran machen. Batterien können wir für später, ist auch klar. Ja. Und die Batterien geben dann wieder einen Verteiler ab, ist auch klar. Ich verstehe es nicht. Sollen wir was bauen? Wir machen hier links einen Generator hin, also eine E-Tankstelle, und laden das dann vielleicht mal auf. Vielleicht geht das ja. Generator ist da. Und auf der Null liegt er schon, dann hätten wir ihn auch gleich nehmen können. Dann bauen wir den hier hin, aber da brauchen wir Teile. Also erstmal brauchen wir Rahmen. Na, falsche Taste. Ja, gehen wir rein. Und brauchen Rahmen. Die kriegen wir hier. Komm, aufmachen, Rahmen. Zwei Stück bauen. Was brauchen wir noch? Zwei Platten, zwei elektrische Teile und zwei Kompositteile. Nochmal rein. Die zwei. Die auch zwei und glaube die auch zwei. Läuft. Die Rahmen mitnehmen, die Platten mitnehmen und die Kompositteile auch da rein. Jetzt brauchen wir da noch was von, ne? Falschen Knopf gedrückt, um das aufzuteilen. Und dann gehen wir wieder raus. Tür aufdrücken, ne? Sonst kommen wir da nicht durch. Dann gehen wir hier hin und dann machen wir hier den Generator. So. So. Gut. Dann brauchen wir noch elektronische Teile 2. Haben wir die vergessen mitzunehmen eben? Könnte sein, ne? Hat er wieder nicht gebaut? Komisch. Keine Ahnung, wo die sind. Nehmen wir neue. Einer. Und zwei. Nehmen wir mit. Gehen wir raus. Dann gehen wir hier hin und bauen das Ding weiter. So, fertig ist er. Jetzt, ich wollte nicht einsteigen.
Ich wollte, na, machen wir hier aus. Tab drücken und da sind wir zu weit weg, oder wie? Doch. Okay, öffnen. Da Treibstoff reinmachen erstmal. Okay, das wird wahrscheinlich angezeigt, wenn er läuft. So, jetzt haben wir C. Dann verbinden wir das damit. Und das geht nicht. Zu dem Verteiler geht's. Okay. Ah. Die sind grün. Kann das sein, dass es läuft? Ja, läuft. 1% und 1%. Ja. Wofür dann die Batteriezellen sind, ich habe keine Ahnung, wofür es ist, aber naja, das ist dann so. Ja. Läuft, ne? 2%. Okay, dann müssen wir warten, bis die vollgeladen ist und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Dann fahren wir mit. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!